der kriecht ja durch die Gegend. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir fangen heute mit dem Monsteras an. Ganz kurz, ganz wichtig. Ja, wir nehmen im Laufe der Zeit immer wieder so ein bisschen mit. Die Mini-Monstera hier, das ist ja keine Monstera, auch wenn sie ähnlich aussieht, ist ja Raphidophora tetrasperma, also keine Monstera, aber sie wird Mini-Monstera, ich zeige es nochmal, Mini-Monstera genannt, weil sie halt so ähnliche Blätter hat in dem Sinne, ne? Obwohl es dann dementsprechend eben keine Monstera ist. So, dann kommen wir zu unserem Schätzchen. Boah, ich sag's dir, jetzt kann man die Dimension nämlich mal sehen. Das ist die letzte Abtopfung, die wir gemacht haben von der Monstera Deliciosa. Guck dir das mal an. Was die für Riesenblätter macht, und der geht es richtig gut, liegt bei 1500 Mikrosiemens, nicht gleich erschrecken, bei 1500 Mikrosiemens. Das Interessante bei dieser Sorte ist, dass sie also sehr kurze Blattabstände hat. Also wir haben hier 1, 2, 3, jetzt kommt das vierte Blatt und hier unten ist der Knotenpunkt. Ne? Also sie wächst nicht so stark sich, wie man das von anderen kennt, sondern tatsächlich richtig kompakt, macht riesengroße Blätter. Und wenn die Blätter aufrecht stehen, so wie wir es jetzt hier sehen, dann geht es ihr richtig, richtig gut. Sind die Blätter umgekehrt geneigt, also hängen runter, dann kriegt sie einfach zu wenig Wasser. Das kann verschiedene Ursachen haben, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt drauf eingehen. Wir verwenden das mineralische Substrat, weil es dort einfach am besten läuft, weil dort keine Fäulnis bekommen und dementsprechend die Pflanzen gut versorgt werden, weil wir es auch nachmessen können. Das ist das Allerwichtigste. Bei uns hier, ne? Ganz, ganz wichtig. So, dann haben wir den Monstera Albo Variegata oder Monstera Variegata. Hier haben wir zwei drin, jemand hat es geschenkt bekommen. Wachsen richtig gut. Allerdings bei dieser Monstera so, dass sie ganz anders wächst. Sie macht nämlich längere Blattabstände. Also das ist auch interessant, so mitzunehmen. Das heißt, sie wird kräftig ranken im Prinzip, braucht dementsprechend später ein richtig schönes, festes Gestell, wo sie hochgehen kann. Bei diesen, wie gesagt, die wachsen also richtig kompakter. Das ist eine coole Sache. So, noch kompakter ist die Monstera Thai Constellation. Wir werden das Schätzchen heute nochmal genauer ansehen. Bei der Mutterpflanze können wir das ähnlich beobachten wie bei dieser hier. Sie wächst allerdings noch kompakter. Also die Blattabstände sind tatsächlich noch kürzer, fast gar nicht sichtbar in dem Sinne. Kannst du mir sehen, ja, ne? Ja, das ist also Monstera, eine richtig coole Sache. So, nicht erschrecken, pass mal auf. Wir haben nämlich hier bei dem Schätzchen 4000 Mikrosiemens drin. 4000. So. Ich habe ja schon erwähnt, Monsteras sind Starkzehrer. Das heißt, wenn sie gut versorgt werden, dann sehen sie halt so aus. Kräftig, stabil, richtig ausdrucksvoll, ausdrucksstark in dem Sinne. Und was soll ich sagen, auch die sehen richtig gut aus, ne? Keinerlei Anzeichen von zu viel Dünger oder dergleichen. Das ist also, ne, es sind Starkzehrer definitiv. Also braucht man gar nicht so viel Bange mehr haben wie anfangs damals. Da haben wir ja gesagt, 1000 ist eine, schon eine gute Hausnummer. Ist es tatsächlich auch, ne, das ist eigentlich vollkommen ausreichend. Aber sie vertragen auch mehr. Aber wenn man es weiß, dann sollte man das ein bisschen wieder runterfahren. Ganz klarer Fall, weil irgendwann ist natürlich Überschuss Exitus dann auch angesagt. Ja, interessanterweise hier bei dem Steckling, bei dem Stammstück in dem Sinne, da haben wir so knapp letztes Mal 380 Mikrosiemens, maximalste war 490 Mikrosiemens hier drin und die wächst also auch wunderbar. Wie gesagt, hier allerdings in der Wasserkultur, das müssen wir nicht vergessen, das ist nur schon ein Unterschied. Von daher nehmen wir das heute so erstmal mit. Wir werden die beiden rausholen heute hier, aber wie gesagt, das sind zweierlei. Ich habe sie damals hier gemeinsam reingepflanzt, weil sie waren ganz klein gewesen. Das waren ja so Stammstückchen gewesen im Prinzip, beziehungsweise ein Kopfstück und ein Stammstückchen. Und das Stammstückchen ist also komplett hier herausgewachsen, genauso wie das Kopfstückchen in dem Sinne auch, glaube ich, zumindest Kopfstückchen mal. Das sehen wir aber gleich etwas näher, wenn wir das Ganze rausholen. So, jetzt zeige ich auch noch mal kurz die Monstera Thai Constellation, die große. Ich weiß, die meisten kennen das alles schon, aber dass man so diesen Überblick mal hat, wie unterschiedlich tatsächlich die Monsteras wachsen. Ne? Ja, das ist schon eine richtig coole Sache. So, Monstera Minima Raphidophora Tetrasperma. Wie gesagt, sieht ähnlich aus. Von daher Monstera Minima, auch wenn es nicht wirklich eine Monstera ist. So, dann schlüpfen wir mal eben in den anderen Dschungel und schauen uns da mal die ganzen Sachen an. Ja, das heißt, die ganzen Sachen ist ja eigentlich nur eine noch. Oh, das ist schon heftig, ne? Was die für schöne Blätter machen, also das ist echt enorm. Vor allem das Neue jetzt, ne? Da können wir uns mal, da können wir gespannt sein, wie sich das wieder entwickeln wird. Das wird nämlich wesentlich mehr Schlitze und auch Löcher bekommen. Kleine Äuglein im Blatt in dem Sinne. So, und dann hier nochmal ganz kurz gezeigt, dass man das vielleicht optisch schon mal so sehen kann. Also hier sind die Blattabstände tatsächlich wesentlich größer bei der Sorte, ne? Dass man das mal so mitnehmen kann. Aber da, guck mal hier, ne? Also 1, 2, 3, 4 Blätter und so ein kurzer Blattabstand. Ja, die Abtopfung. Richtig genial gewachsen. Das ist übrigens die zweite, hatte ich das schon gesagt? Die zweite, die erste ist schon wesentlich größer. Okay. Aber die brauchen Platz, die Dinger.
Into the Jungle. So, das ist übrigens die erste Abtopfung von damals hier. Also auch hier sieht man schöne kurze Blattabstände. Das ist eine richtig coole Sache, dann schießen die nicht so in die Höhe. Das hier ist die Mutterpflanze. Die haben wir auch schon recht lange. Also auch hier kann man diese Abstände sehen, die sind also recht kurz. Das ist eine richtig geniale Sache. Von daher schießen die nicht so extrem in die Höhe. Auch wenn sie groß werden, ganz klarer Fall. Das ist also schon ziemlich heftig, wie groß die werden. Ich gehe mal kurz ein Stück zurück, dass wir das nochmal so sehen können, Bilde. Hä? Das ist schon genial, dass die nicht so in die Höhe schießen. Ne? So, Monstera Thai Constellation, gucken wir nochmal ganz kurz rein, wenn wir das so hinbekommen. Hier kann man das sehen, da sind die Blattabstände also noch wesentlich kürzer. Und die würden auch im Normalfall eher aufliegend auf dem Boden wachsen und nicht nach oben in dem Sinne. Wobei, ja, das natürlich auch eine coole Sache wäre, wenn man Platz hat. Ne? Aber wir müssen dann schon gucken, dass wir später nach oben ziehen. Wenn sie noch größer wird, älter wird in dem Sinne. Im Moment ist halt noch okay, so wie sie jetzt wächst, aber später müssen wir schon darauf achten, dass sie dann dementsprechend nach oben gerichtet wird. Ne? So, auch hier das neue Blatt. Ist gerade ein bisschen gelbstichig, bedingt durch die Kameraeinstellung. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, Monstera ist schon eine coole Sache. So, und dann holen wir jetzt mal die beiden Variegata aus dem Topf raus. Ja, ich sag's dir, also mit den Monsteras, das ist schon eine Hammer-Sache. Vor allem, wie groß sie werden, ne? Ist schon heavy. So, das Blatt übrigens hier, was sich so stark geneigt hat, das stand damals auch so in die Senkrechte mehr oder weniger und hat sich dann einfach mit der Zeit gelegt. Warum auch immer? Vielleicht war das Blatt auf der Suche. Nee, das wird hier Eierklo. Logisch, ne? Hier. Das heißt, dieser Bereich wird dicker, dicker, dicker. Ne? Und dementsprechend drücken natürlich auch die, wenn die Blattachseln auseinander gedrückt, dementsprechend senken sich dann die Blätter in dem Sinne. So, dass wir das auch kurz haben. Jo, das ist schon Hammer hier, ne? Was die vertragen an Nährstoffen. Das ist eine coole Sache. So, dann schauen wir an, wie das Ganze jetzt hier im Substrat aussieht, dass wir das auch mitnehmen können. Ob hier vielleicht schon irgendwas im Busche ist oder wie auch immer. Nein, alles easy, alles cool. Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Mal den Stein hier wegfummeln. So, ja, ich werde das Substrat jetzt abschütteln hier, damit wir das Ganze mal ein bisschen besser angucken können. Ach, geht gar nicht mehr, das ist so kräftig durchwurzelt schon jetzt in so kurzer Zeit, alter Schwede. Ich möchte es aber trotzdem sehen, das heißt, ich werde mal eben sauber spülen und dann gucken wir mal, ob wir die beiden überhaupt noch auseinander kriegen. Oder das ist schon, ne, gut bewurzelt. Okay, dann mache ich das mal eben justus. Okay. So. Also, insgesamt war das Ganze mit dem Mikro-Siemens-Wert natürlich schon grenzwertig, ganz klarer Fall. Von daher ganz gut, dass ich heute mal nachgemessen habe. Ansonsten sehen die Wurzeln aber richtig gut aus. Ja, das ist soweit noch ganz okay. Aber wie gesagt, das ist schon ziemlich grenzwertig. Ne? Da müssen wir aufpassen, dass wir es auch nicht überdüngen. Tja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir pflanzen sie ein. Ich hatte erst überlegt, sie auseinander zu machen, mache ich aber nicht. Ich habe sie damals zusammen geschenkt bekommen. Hier kann man das sehen, dieses Stammstück, ne, mit einem Blatt dran. Und da ist dann dementsprechend diese Pflanze hier rausgewachsen. Ja, und hier haben wir dann tatsächlich auf der Seite hier ein Kopfstück in dem Sinne, ne, wo das dann rausgewachsen ist in dem Falle. Ja, ich lasse jetzt doch beide zusammen, weil, wie gesagt, sie sind zusammen hier angekommen. Das Schöne ist, wir haben eine Pflanze mit relativ viel Grünanteil und eine mit Weißanteil und ich denke mal, das sieht dann später auch interessanter aus, falls die eine zu viel Weißanteil hat, dass wir dann grüne und weiße in dem Sinne beieinander haben. Und dann pflanzen wir das Ganze jetzt mal ein. Kommen wir jetzt zum Einpflanzen. Wir wählen einen Topf, der einigermaßen passend ist. Ne? Nicht zu groß und auch nicht zu klein. Die Wurzeln können übrigens lange, lange Zeit beengt im Topf sein. Das macht ihn übrigens auch nicht. Die Mutterpflanze steht immer noch in ihrem Topf. Ne? Von daher läuft das schon mal ganz gut. So, wir das Ganze ein bisschen tiefer einpflanzen. Damit die Pflanzen später mehr Stabilität bekommen. Wenn das hier so oben aufsteht, irgendwann, wenn die Pflanze größer wird und sie nicht angebunden ist, dann kann das natürlich anfangen, irgendwann zu kippeln. Und deswegen pflanzen wir ganz ruhig tiefer. Das macht überhaupt nichts. Das ist überhaupt kein Problem bei den Monsteras. Und von daher machen wir das so. So, auch hier füllen wir unten wieder Perlit rein. A als Drainageschicht und B, ja, damit wir etwas Gewicht sparen. Ne? Denn umso größer das Ganze wird, umso... ja, schwerer wird das dementsprechend dann später auch. Das soll ausreichen. Hör mal auf. Jetzt nehmen wir unser Substrat. Wir verwenden das Vulcaflor, gemischt mit Ceramis. Drei Teile Vulcaflor und ein Teil Ceramis. So, 1, 2, 3. Haben wir das schon fertig. Das ist das Schöne, ne? Ich sag es dir. Ne? Einfach auffüllen und schon hast du das Ganze fertig. Ohne viel Tamtam. So, okay. Gießen und düngen. Weißt du Bescheid, ne?
Jawohl, auch einmal durchspülen, das machen wir grundsätzlich bei 1000 Mikrosiemens jetzt hier. Ja, und da müssen wir mal gucken. Na gut, das waren jetzt kleine Pflänzchen gewesen. Ich denke, demnächst werden sie auch mehr verbrauchen, dann werden nicht mehr so stark ansteigen. Aber das werde ich dann doch mal kontrollieren zwischendurch, wie das dann tatsächlich gegeben ist. So, einmal durchspülen das Ganze. Und damit haben wir das schon fertig. Siehst du wohl. Kriege ich den jetzt direkt hier drauf gestellt. Jawohl. Ja, so einfach ist das. 1, 2, 3, haben wir es fertig. So, ich werde noch mal ganz kurz zeigen, wie wir die Düngerlösung ansetzen, weil der eine oder andere hat das noch nicht gesehen und von daher zeige ich das noch mal ganz kurz dann jetzt auch hier. Okay. Jo, den muss ich tatsächlich wieder auf den Untersetzer stellen, damit er Wasser tanken kann, unser Kokidama. So, wir nehmen jetzt Litermaß. Hör auf, wir verwenden jetzt ein Viertel Liter Leitungswasser bei uns. Und bei uns hat das Leitungswasser ungefähr 500 Mikrosiemens. Bisher haben wir immer mit reinem Wasser gegossen. Jetzt sind wir umgestiegen, um zu beobachten, wie das Ganze dann funktioniert. Und das Ganze füllen wir jetzt auf. Bis auf ein Liter, also drei Viertel Liter reines Wasser. 1, 2, 3, los, komm. Normalerweise mache ich zum Kanister, geht das schneller, aber ist bescheiden. Ne? So, dann kommen wir jetzt auf ein Liter. Also ein Viertel Leitungswasser, drei Viertel von dem Osmosewasser bei uns. Kannst auch destilliertes Wasser nehmen. Das Ganze düngen wir jetzt auf mit dem Grünpflanzen- und Palmdünger. 2 Milliliter des Ganzen. 2 Milliliter. Hm? Dann rühren wir das Ganze um. Ich hätte es vorhin eigentlich erst reingießen können, wäre einfacher gewesen. Also erst den Dünger rein und dann die Wasserlösung. Ne? Geht dann flotter. So ist das. In der Regel mache ich das auch so. Ich frage mich jetzt nicht, warum ich das jetzt hier anders gemacht habe. So, dann müssen wir ungefähr auf 1000 circa kommen, in dem Sinne. Pi mal Daumen. Wir haben jetzt hier tatsächlich knapp 900. Das ist aber vollkommen ausreichend. Du kannst ja noch ein bisschen mehr beigeben, nimmst du 2,2 Milliliter und dann dementsprechend. Aber ist sowieso abhängig, wie gesagt, von dem Wasserleitungswasser, das man hat. Die Werte können da schon auch schwanken, von daher ist das soweit ganz okay. So, dass wir das mal eben mitgenommen haben, wie wir tatsächlich dann die Düngerlösung ansetzen. Für alle die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, könnte das tatsächlich relevant interessant sein. Das ist so das Maximum, was wir normalerweise verwenden. Minimum sind so 500 und bei ganz, ganz, ganz Schwachzehrern 250 oder bei ganz empfindlichen Pflanzen oder Babys oder wie auch immer. Ne? Da kann man so ein bisschen die Richtwerte dementsprechend nehmen. Ja, sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, muss ich sagen. Ja, wir beobachten die Pflanzen weiter, wie nach wie vor, wie sie sich entwickeln und was wir da machen können. Ach so, jetzt hätte ich es auch fast vergessen. Die eins müssen wir noch machen, die Monstera Thai Constellation, das Stammstückchen. Da gucken wir jetzt nochmal genauer heute nach. Ich hatte es ja vor 3 Tagen oder so mal gezeigt gehabt. Da habe ich ja gesagt, komm, die Werte nehmen wir nächstes Mal mit. Dementsprechend werden wir wieder reagieren und das werden wir dann heute gemeinsam machen, um zu gucken, wie das dann da jetzt tatsächlich ausschaut. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir tatsächlich diese Werte mitnehmen bei der Stecklingsvermehrung oder Bewurzelung im Wasser dementsprechend. Das werden wir demnächst mal öfter machen. So, wir haben jetzt einen Wert von, muss ich mal gucken, 4,9, also nicht ganz 5 tatsächlich pH. Das ist also schon wieder viel zu wenig. Wir haben schon 2-mal Leitungswasser nachgefüllt hier. Dementsprechend ist auch der Mikrosiemenswert gesunken. Nicht, das ist schon wieder, ich sehe schon wieder Quatsch. Das kommt daher, weil ich mit reinem Wasser nachfülle. Deswegen sinkt der Mikrosiemenswert. Denn das Leitungswasser hat bei uns ca. 500 Mikrosiemens Pi mal Daumen. Von daher ist das so ganz okay. Das heißt aber, ich kann jetzt nicht immer nur Leitungswasser nachfüllen, um den pH-Wert zu erhöhen. Klar, logischerweise, das klappt ganz gut. Allerdings nicht recht lange. Das ist jetzt ungefähr eine Woche her, denke ich mal, dass wir hier Leitungswasser nachgefüllt haben ein bisschen. Allerdings braucht die Pflanze ja auch Nährstoffe, ne? Nicht nur Leitungswasser, weil davon alleine kann sie sich nicht ernähren, das geht nicht. Ne? Von daher würde ich sagen, wechseln wir komplett heute das ganze Wasser. Ja, ist besser, ne? Damit sie also ordentlich wieder versorgt ist, dementsprechend auch mit dem ordentlichen pH-Wert. Und dann mal gucken, wie lange der pH-Wert sich dann hält. Das machen wir jetzt mal. Okay. Dann machen wir das jetzt auch hier gemeinsam nochmal ganz kurz. Wie vorhin, ein Viertel Leitungswasser, drei Viertel Osmosewasser. Das Ganze aufgedüngt mit dem Grünpflanzen- und Palmdünger oder Palm- und Grünpflanzendünger. Dieses Mal nehmen wir nur 1 Milliliter, denn hier wollen wir nicht so einen hohen Wert erzielen, sondern maximal um die 500.
Damit ist er dann gut versorgt im Wasser. Also da, im Wasser sollte man nicht zu viel düngen. Das ist, ne, die sollen ja auch Wurzeln ausbilden ordentlich. Von daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Und man kann ja an der Pflanze selber erkennen, ob die Blätter okay sind oder nicht. Ob das Wachstum okay ist oder nicht. Wie die Wurzeln aussehen. Kann man hier alles tatsächlich auch beobachten. So, den Wert kann man sofort ermitteln im Mikrosiemenswert. Ja, siehst du wohl. 400, 500. Ein bisschen rütteln und schütteln. Knapp 530 Mikrosiemens. 530 Mikrosiemens. Übrigens kann der Wert natürlich auch schwanken, weil mal ein Tropfen mehr reinkommt, mal ein Tropfen weniger reinkommt. Ne? So, das haben wir. pH-Wert wird jetzt allerdings, ich weiß nicht, ob wir das jetzt sofort hinkriegen. Ich halte ihn auf jeden Fall schon mal rein kurz. Ja, es steigt definitiv schon. Jetzt schon bei 7,5. So, das Wasser werden wir dann jetzt natürlicherweise rausgießen und starten das im Prinzip komplett neu. Ne? So, wir sind jetzt bei 7,8 schon. Steigt immer noch. Mal auf, kriege ich das denn jetzt hin? Ich wollte hier noch nicht aufhalten so lange. So, ich nehme noch kurz raus. Gib mal das Wasser schon mal weg hier. Und dann gucken wir uns die Geschichte gleich nochmal richtig an, wie das aussieht hier. Sollen wir das jetzt machen, bevor wir das Wasser reinfüllen? So, ich halte nochmal kurz rein. Das müsste ja eigentlich flotti-flotti-kalotti gehen. Ich sage dir, du. So, jetzt sind wir schon über 8. Das Interessante ist, dass der pH-Wert sich nicht lange hält. Also ist schon so, dass die auch hier, ne, das irgendwie verbrauchen, mehr oder weniger. Ja. Also sind wir bei 8,0 Punkt. Ne? So, ich gucke mal, ob wir das jetzt besser hinkriegen, wenn wir das Wasser jetzt mal raus haben, dass wir uns die Wurzeln ordentlich ansehen können. Oder ich ziehe ihn gleich einfach mal raus kurz. Mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen hier. Vielleicht könnten wir das besser sehen, wenn ich es rausholen würde. Ich hole es aber nicht mehr raus, ich lasse es jetzt hier drin. Hier sehen wir das neue Blättchen, das sich jetzt entwickelt. Die anderen beiden haben sich wunderschön entwickelt, auf die Art und Weise, was wir bis jetzt gemacht haben. Richtig genial. Also nicht vergessen, anfangs damals zum Einwurzeln ohne Dünger. Ne? Ganz, ganz wichtig. Auch kein Leitungswasser verwenden, sondern nur reines Wasser. Es hat zwar lange gedauert, bis das Ganze gestartet hat, aber mittlerweile, ja, geht es richtig gut. Überlegt, das war also, da war nichts dran an diesem Stammstückchen hier. Ne? Das war nur die Wurzel mit diesem kleinen Klotz da oben drauf, mehr war das nicht. Ne? Ja, und irgendwann ist das Ding hier rausgewachsen und hat sich so wunderschön entwickelt, muss ich sagen. Richtig coole Sache. Entwickelt sich jetzt auch eigenständig die zweite Wurzel oben jetzt schon. Wie wir weiter vorgehen, später müssen wir mal gucken. Ne? Da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Also die Wurzeln sehen richtig heavy cool aus dem Überlegen. Da wollte damals erst gar nichts dran wachsen. Die Wurzelspitze unten, die war auch verfault gewesen. Die haben wir auch dran gelassen. Bist du komplett vergangbar. Da habe ich es abgezogen einfach irgendwann mal und dann... Ja, mit der Zeit kam es dann, dass sich tatsächlich Wurzeln bildeten und dann das Pflänzchen auch anfing zu wachsen. Wunderschön jetzt hier. Ne? Ja, das ist schon eine enorme Faszination. So, okay, so sahen die Werte letztes Mal aus, als wir Leitungswasser zugefüllt hatten ein bisschen. Wir füllen ja immer nur so 2-3 cm auf. Ne? Okay, und dann gucken wir mal, wie die Werte sich dann jetzt in den nächsten Tagen verändern werden wieder. Okay. Ist schon erstaunlich, wie einfach die ganze Materie geworden ist jetzt. Ne? Ich meine, jetzt haben wir alles soweit mitbekommen, hoffe ich zumindest, wie es Tatsache gegeben ist. Und ich habe die Werte dieses Mal draufgeschrieben, sogar mit Datum, damit wir nächstes Mal wissen, wenn wir wieder nachjustieren müssen, wie das Ganze dann aussieht. Ich ziehe mal kurz raus, hier kann man ja auch nicht viel erkennen. Ja, ist schon schön, dass jetzt tatsächlich das dritte Blättchen mittlerweile rauskommt. So, dann befüllen wir das Ganze. Ich muss mich dazu aber hinsetzen. Kannst auch über die Pflanze gießen, macht überhaupt nichts bei dem Wert. Das spielt keine Rolle. So, das soll also knapp hier unterhalb der Stammstückchens kommen, damit das also nicht mit im Wasser ist, denn das ist nicht so gut. Ne? Das Stammstückchen lassen wir schön an der Luft stehen. So, siehst du wohl. Die eine Wurzel, die jetzt eigenständig gewachsen ist von der Pflanze selber, hängt dann mittlerweile schon mit im Wasser in der Düngerlösung in dem Sinne und kann dann tatsächlich auch schon eigenständig die Pflanze mitversorgen, ohne diesem Stammstück der Wurzel in dem Sinne. Ja, lass uns überraschen, wie es damit weitergeht, weil das ist echt eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Mega cool. Ja, wie lange sich der pH-Wert hier tatsächlich hält. Ich sehe gerade, hier ist sogar eine kleine Spinne drin. Ja, die, keine Ahnung, wie die da reinkommt. Die ist aber auch schon länger drin, so wie es aussieht hier im Wasser. Ja, okay. So, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Mit dem Monsteras heute mal. Richtig coole Sache. Ich werde es gleich noch weiter filmen, denn morgen früh habe ich nicht ganz so viel Zeit. Wir sind morgen früh ab, ja,
im Laufe des Vormittags unterwegs mal wieder. Wie lange das Ganze dauert, weiß ich dann nicht, bis ich wiederkomme. Und von daher mache ich das schon mal so ein bisschen oder den Großteil tatsächlich für den nächsten Tag fertig dann dementsprechend, damit wir auch da gemeinsam etwas sehen können am nächsten Tage. Ja, 530 pH-Wert 8. Mal gucken, wie lange sich der pH-Wert jetzt tatsächlich hier dann hält. Ne? Ja, ist eine coole Sache, dass wir das so jetzt im Laufe der nächsten Zeit mitnehmen können, wie das sich so entwickelt, auch mit dem pH-Wert. Ist doch jetzt relevant, wirklich sehr wichtig geworden, nachdem wir einige Schwierigkeiten haben, aber jetzt auch nicht viel, aber doch so ein bisschen. Ne? Und von daher gucken wir mal, wie es dann damit weitergeht oder ob wir gegebenenfalls später nochmal irgendwie was verändern. Alles denkbar, alles möglich. Und nicht vergessen, ich mache manchmal auch Sachen, die man nicht machen sollte. Ganz einfach, weil ich gucken will, was passiert denn, wenn. Das ist ganz wichtig, was wir hier machen. Manchmal muss man auch andere Wege gehen, um es besser verstehen zu können. Das ist also tatsächlich so gegeben. So, kriege ich die so ein bisschen scharf gestellt hier noch. Mal auf, nehmen wir die Wurzel hier, ne? Nehmen wir die Wurzel. Oh, die ist so heftig schön. Das ist schon gar nicht mehr. Ich sag mal, das ist schon, ne? Kannst du schon mit angeben mit so einer Wurzel, wa? Lol. Okay, komm. Just for fun. Morgen geht's auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, einen Teil drehe ich dann jetzt schon mal. Für morgen dann. Okay. Yippie, yippie.